Was geht ab, Leute? Hier ist wieder Turbo Torben und heute gibt es ein Tutorial für den Basic Jump Front Kick. Fuck! Als allererstes, wenn ihr diesen Jump Front Kick üben wollt, müsst ihr als allererstes natürlich den normalen Front Kick können, ohne zu springen. Und für den habe ich schon ein Tutorial gemacht, das findet ihr hier in der Infokarte. So, was ist ein Jump Front Kick? Die meisten Leute denken, wenn sie Jump Front Kick hören, und ich habe das auch bei YouTube eingegeben, und ich habe auf der gesamten ersten Seite alle Jump Front Kicks, die ich gefunden habe, waren eigentlich keine richtigen gesprungenen Front Kicks, sondern es waren Skip Front Kicks oder Switch Front Kicks. Das wäre ungefähr dieser hier. Was auch ein Jump Front Kick ist, aber für den richtig wahren Jump Front Kick in der Grundform, bei dem springt man auf beiden Füßen ab, weil der andere, der geswitchte, wäre schon so eine Art Spezialtechnik. Das ist schon so, ich täusche an, dass ich mit links trete und dann kommt das rechte Bein auf einmal. Aber der wirkliche Jump Front Kick, den springt ihr auf beiden Füßen ab. So. Ganz wichtig beim Jump Front Kick ist natürlich der Jump. Also der Sprung, wie springen wir? Das als allererstes. Wie springt man richtig ab? Also ich nehme jetzt einen Schritt Anlauf, ja? Also ich steppe in meinen Sprung rein, so. Dass ich mit beiden Füßen parallel stehe in dem Moment, wenn ich abspringe. Das andere wäre, ihr könnt rein prellen. Das würde ich euch nicht empfehlen, weil meistens federt der Boden nicht. Wenn zufällig ein Trampolin da steht, könnt ihr vielleicht rein prellen. Das wäre halt diese Technik. Was man ganz oft sieht, würde ich aber nicht so empfehlen, weil es ist laut, es belastet eure Gelenke und das wollen wir nicht, sondern wir steppen in den Sprung rein, links, rechts. In dem Moment, wenn ich mit beiden Füßen gelandet bin, bin ich schon leicht in den Knien. Nicht 90 Grad tief, aber leicht in den Knien gebeugt. Jetzt springt ihr ab und im letzten Moment drückt ihr euch noch mit den Waden vom Boden ab. Das heißt, ihr drückt euch erst mit den Oberschenkeln und im letzten Moment noch die Waden hinterher. So springt ihr richtig ab. So, jetzt wissen wir, was die Beine zu tun haben beim Springen. Aber ganz wichtig, wir springen nicht nur mit den Beinen ab, sondern wir benutzen immer den ganzen Körper. Das heißt, wir nehmen die Arme mit zum Springen. Ja? Das heißt, in dem Moment, wenn ich hier reinsteppe, zack, zack, sind meine Arme schon hinten zum Schwung holen. Jetzt ziehe ich meine Arme hoch, wie beim Strecksprung, als würde ich einen Backflip machen wollen. Machen wir aber nicht, sondern wir springen ab und wenn wir am höchsten Punkt sind, ziehen wir die Knie ran. Zack! So, und wenn wir uns in der Luft befinden und die Knie angezogen sind, dann führt ihr einfach in der Luft den ganz normalen Jump Front Kick aus. Ihr kickt aus dem Knie, kicken und wieder zurückziehen. Wenn ihr ein cooles Bild machen wollt, müsst ihr den Kick ein bisschen in der Luft halten. Ich zeige das nochmal. Und wichtig ist, wenn ihr in der Luft seid und ihr den Kick gerade ausgeführt habt, dass ihr das andere Bein, das Bein, was nicht gerade kickt, müsst ihr ein bisschen anwinkeln. So, anwinkeln, damit der Kick höher aussieht. Wenn ihr das Bein einfach unten so rumschlabbern lasst, erstens könnte euer Gegner das Bein wegtreten und zweitens sieht es nicht so hoch aus. Es ist keine saubere Technik, darum immer das untere Bein, das Bein, was nicht kickt, immer schön anziehen. So, diesen Anlauf, den wir gerade geübt haben, also dass wir in den Kick reinsteppen und dann richtig abspringen, so würde ich diesen Kick üben, so würde ich diesen Kick benutzen, wenn ich einen Bruchtest mache oder wenn ihr einen Auftritt habt oder wenn ihr einfach den Kick schön demonstrieren wollt. Ja? Wie ich ihn dann am Ende im Kampf oder in einer echten Situation anwende, wäre dann mir überlassen. Zum Beispiel, man muss den nicht unbedingt reinlaufen in den Kick, sondern man kann auch einfach aus einer normalen Kampfstellung direkt abspringen und den Frontkick ausführen. Und die andere Technik, der Switch Frontkick, was ich bei vielen Leuten gesehen habe, der Unterschied ist, das sind zwei Bewegungen. Eins, zwei. Der Vorteil bei dem richtigen Jump Front Kick ist, dass es eine einzige direkte Bewegung ist. Eins. So, womit treffen wir bei diesem Kick? Wenn ihr jetzt wirklich in einem Kampf seid, könnt ihr natürlich den ganzen Fuß nehmen und ihn wie so eine Art Push-Kick. Da kommt es nicht darauf an, ob ihr jetzt wirklich mit dem Ballen trefft oder mit der ganzen Sohle. Wirklich die Grundform wäre, dass ihr mit dem Fußballen trefft. Also hier, bam, der Fußball. Das da vorne, so würde ich den Kick auch ausführen.
wenn ich einen Bruchtest mache. Und wenn ihr einfach übt, zum Beispiel an der Pratze, dann könnt ihr auch den Fuß vorne locker lassen und mit dem Spann treten. Das ist auch eine ganz gute Übung. So Leute, und aus Traditionsgründen gibt es jetzt noch einen Turbo-Turbo-mäßigen Bruchtest, und zwar mit dem Jump Front Kick. Jump Front Kick Bruchtest. Gefährliche Angelegenheit, aber hat funktioniert. So Leute, und dieser Kick ist natürlich auch perfekt dafür geeignet, wenn euch jemand angreift, der ungefähr, wie hoch war das? 2,50 Meter oder so. Wenn euch jemand angreift, der vielleicht 2,50 Meter groß ist, dann müsst ihr so einen Kick anwenden, es sei denn, ihr seid genauso groß. Ich hoffe, euch hat mein Jump Front Kick Tutorial gefallen und bald kommen weitere Tutorials. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in diesem Jahr, letztes Jahr hatten wir alle Basic Kicks und in diesem Jahr kommen alle Basic Kicks gesprungen als Tutorial. Also gebt mir ein Like, wenn euch das gefallen hat, und wir sehen uns in den nächsten Videos. Peace out, haut rein, macht's gut.